Unsere Leidenschaft als Siegen. Richtigen Applaus. Wenn man geht, dann sagt man in erster Linie von der anderen Seite Dankeschön. Und man sagt in diesem Falle ganz herzlich Dankeschön, und das wird sicherlich gleich der Trainer stellvertretend für die ganze Mannschaft machen. Und wenn man geht, dann hat das immer Gründe. Die sind unterschiedlicher Art, die sind aber meistens irgendwie begründet. Und ich sage an der Stelle schon mal stellvertretend für all die Helfer, die sich auch in dieser Saison wieder eingesetzt haben, ein herzliches Dankeschön. Dass ihr euch für diesen Anlass schwarz gekleidet habt, das passt gut zu mir, ist aber natürlich auch für den Anlass sicherlich angemessen. Und wir verabschieden immer Menschen beim THC mit sehr viel Wehmut. Und Herbert, du wirst das jetzt nochmal auf den Punkt bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Fasse dich bitte mal ausnahmsweise kurz. Die allergrößte Stärke beim THC ist das Herz. Und wenn wir von Menschen mit Herz sprechen, dann rede ich vom gesamten Aufbauteam. Weil was die an ihrem Herzblut, an Einsatzwillen, an Zeit, aber in erster Liebe an Liebe reingesteckt haben, das ist unfassbar. Und jeder, der das Glück hatte, diese Menschen in all diesen Jahren zu beobachten, der weiß, wie viel Liebe in all dem steckt, was sie da gemacht haben. Nicht nur die Liebe, immer wieder alles dran zu setzen, um pünktlich in akribischer Arbeit einen perfekten Boden oder alles, was es überhaupt aufzubauen gegeben hat, hinzukriegen. Ich konnte mich immer zu 1000% genau auf das verlassen. Ich bin in die Halle und habe sie als Erste gesehen und habe sie, wenn ich gegangen bin, als Letzte gesehen. Und das ist die große Stärke vom THC gewesen. Das ist der Grundstock von 7 deutschen Meistertiteln und etlichen anderen Titeln noch. Dass wir solche Menschen hier haben, die ohne Rücksicht auf die eigene Freizeit, Urlaub, Geld oder sonst irgendetwas ehrenamtlich alles für diesen Verein tun. Und ich bin mir sicher, dass wir uns hier heute nicht zum letzten Mal sehen. Ich hoffe es von ganzem, ganzem Herzen. Und ich bin mir sicher, und ich bin immer jemand, der irgendwo ein Problem hat und Hilfe braucht, bin ich mir ganz sicher, dass ich mich an euch wenden kann, weil ihr seid ganz besondere Menschen mit einem ganz besonderen großen Herzen und wirklich was Einmaliges. Ich verneige mich ganz, ganz tief und sage im Namen von meinen Mädels, im Namen von der ganzen Vorstandschaft und von allen, die jemals mit dem THC was zu tun hatten, tausend Dank. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Dankeschön. Also nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, er muss sich auch noch verabschieden, weil er dann so eine große Flasche bekommt. Ja, das ist also bitte nicht falsch zu verstehen, ja. Es ist eine saure Kirsche, um nochmal zu unterstreichen, wie schwierig das ist, so eine Verabschiedung, und wie schwer das fällt. Und weil es heißt ja, einmal THC-Fan, immer THC-Fan. Also, ganz herzlichen Dank, bleibt gesund. Und ihr habt gehört, wenn der Ruf erschallt, prima, also, Dankeschön. So, jetzt darf ich Hajo Steinbach nach vorn bitten. Und Hajo, für dich gibt es auch eine besondere Ehrung. Und da du ja nicht nur ein Meister des Wortes bist, sondern auch ein Meister des Bildes, hat man etwas zusammengestellt, etwas zusammengefügt, und es möge dich natürlich ganz besonders an die Zeit beim THC erinnern. Guck mal,
Jeder, der mich kennt, weiß, was ich für ein großer Fan vom HC Leipzig bin. Und das Beste, was der HC Leipzig je auf die Beine gestellt hat, war Hajo zum Handball zu bringen. Ich weiß von seiner Geschichte, dass er in Leipzig mit Verwandten THC-Fan geworden ist. Nichts Einfacheres, wenn man in Leipzig zum THC findet. Das ist etwas, was mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Hajo, ich möchte mich bedanken für die jahrelange Zusammenarbeit. Wir waren, glaube ich, immer sehr ehrlich miteinander. Ich glaube, wir konnten immer sehr geradlinig miteinander umgehen. Du hast immer pünktlich, wenn ich donnerstags aus dem Reha raus bin, war dein Bericht da. Ich habe ihn durchgelesen, wir haben miteinander telefoniert. Und ich kann am allerbesten von allen, die hier stehen, das einschätzen, mit wie viel Herzblut und mit wie viel Liebe, schon wieder dieses Thema, du an dieser Mannschaft hängst. Und ich bin mir sicher, dieser Abschied ist bei Weitem kein Abschied. Ich möchte mich in erster Linie für deine tollen Fotos und für deine tollen Bücher bedanken. Ich habe sehr viele Fotos von meinen Kindern von dir bekommen und diese ganzen tollen Erinnerungen, diese Jahresbücher mit diesen tausend Geschichten, die man irgendwann mal vergessen hat und dann schlägt man nach und weiß, oh, da war ja irgendetwas. Mit wie viel Liebe du diese Bücher zusammengestellt hast und wie sehr du an dieser Mannschaft hängst, das ist einfach nur fantastisch. Ich weiß, das ist ähnlich wie beim Aufbauteam. Wir leben durch, mit und ein bisschen auch diese Mannschaft für solche Menschen, die ohne zu hinterfragen 100% geben für das Wohl dieser Mädels. Und ich bin dir besonders dankbar, weil ich das hautnah Woche für Woche miterleben durfte. Und ich bin mir sicher, auch bei dir ist das letzte Wort nicht gesprochen. Diese Bücher wird es weitergeben, dich wird es weitergeben und ich freue mich, dass es so ist, aber heute lass dich feiern und lass dir speziell von unseren Mädels ein ganz, ganz, ganz riesen Dankeschön sagen. Ja, Hajo, da du ja Weidmann bist, war es nicht verwunderlich, dass deine Berichte immer sehr treffsicher waren. Ja, die waren immer auf dem Punkt und wenn ich erst an den Saisonrückblick jetzt vor diesem Spiel denke, das war nochmal, man konnte innerhalb von wenigen Zeilen diese Saison nochmal miterleben und man konnte vor allen Dingen sich auch nochmal Gedanken machen über diese großartigen Spielerinnen, die wir in dieser Mannschaft hatten. Und Hajo, jetzt noch, weil das ist ja der Meister der Statistik und der Zahlen, Hajo, wie viel Tore hat denn Marketa Jarabkova? Ich weiß es nicht genau. Über 300 auf jeden Fall, aber in der Bundesliga hat sie genau 250 geschossen. Siehst du, diese 250, die wollte ich doch nochmal aus deinem Munde hören. Ja, jetzt ging es aber um die Bundesliga, weil das ist die einzige Zahl, die ich im Kopf hatte. Weil vor dem Spiel war es 238 plus ein Dutzend heute. Marketa 250 Tore in der Handball-Bundesliga Frauen. Und sie hat damit Iveta Lusumova, Koreshova überflügelt. Die hatte 246. Gut, dann haben wir... Da ich ja selber ein bisschen Statistik studiert habe, in meinem normalen Leben muss ich da ein bisschen einen Einwand betreiben. Ich finde, dass beide, sowohl Marketa als auch Iveta, was die Torschützenliste betrifft, auf ewig zumindest für uns die allergrößten bleiben. Weil wenn man den Tore-Durchschnitt betrachtet, Iveta hatte 4 Tore weniger, dann waren das 9,5 im Schnitt. Das heißt, das ist ihr Rekord, der aus meiner Sicht für die Ewigkeit bestehen bleibt. Und diese 250 Bundesliga, und ich hoffe, damit hat Marketa die Torschützenkrone, davon gehe ich aus, die werden hoffentlich auch, man weiß nicht, man hat es heute bei Lewandowski gesehen, was ewig dauert oder nicht, aber zumindest ist sie diejenige, die erstmal in die ewigen Annalen eingeht mit den meistgeworfenen Toren. Es sollte auch gar nicht irgendwie, man muss das immer an der Zahl der Spiele noch mitmessen. Und insofern, wir haben auf jeden Fall jetzt noch ein Präsent. Jetzt kommt ein Präsent. Ich sag euch, wir haben keinen Plan, aber wir haben ein Präsent. Das ist viel besser als ein Plan. Live ist live. Martin, komm mal mit vor hier, du musst es festhalten. Wir wollten es eigentlich danach machen, aber ich denke mal, es ist sehr gut hergeleitet. Und
Wie jedes Jahr sollen die besten Torschützen auch mit der sogenannten Torjägerkanone geehrt werden. Und da wir es im letzten Jahr nicht machen konnten, machen wir es dann dieses Jahr, holen wir es nach und werden die beste Torschützen des Jahres 2019-2020, Iveta angesprochen, auszeichnen. Und für dieses Jahr Maggi, ne, oder Maga, wie sie alle sagen, hier Rabkova. Ja, Iveta, ich hab heute gesehen, wie du auf der Tribüne gelitten hast. Mit, ne? Wie war das Gefühl, dass du heute wieder da warst? Ja, ich bin froh, dass ich kommen konnte und das letzte Spiel sehen konnte. Und ja, es war ein bisschen traurig, dass ich nicht spielen konnte, aber das ist halt Leben. Die Fans haben sich alle gehofft, dass du vielleicht nochmal für uns spielen kannst. Aber wir können dir aber eins versprechen, wir sind in Most dabei. Wie jedes Jahr. Also, Iveta, für das Jahr 2019-20 beste Torschützin des TRC. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Maga, für dich tatsächlich die Kanone, ne, die Torjägerkanone, die Würfe, man hat es heute wieder gesehen, die kam wie aus einer Kanone. Und die Nervenstärke mit dem letzten Wurf, ich weiß nicht, Herbert, hast du hingeguckt? Ja. Ja, ich nicht. Marketta, vielen Dank für das eine Jahr. Herzlichen Glückwunsch zur besten Torschützin des THC. Und wir hoffen, dass es auch die beste der Liga wird. Ich glaube nicht, dass Dele Franz das noch kriegt, das wird sie nicht schaffen. Ne? Schade, dass du nicht vor voller Halle spielen konntest bei uns. Wir wünschen dir für die Zukunft alles, alles Gute und vielen Dank. Danke, Ola, für den THC-Talk. Weil ich eben etwas gestammelt habe, die einen sagen Jerabkova, die anderen sagen Jerzabkova. It's correctly? Jerzabkova? Yeah, it's okay. Oh, it's correct. Jerzabkova. 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 Also mit etwas mehr Elan und mit der richtigen Betonung. Das ist der Mumm von 250 Bundesliga-Toren. Herbert, jetzt wird es nicht mehr so lustig, jetzt wird es ernst. Jetzt müssen wir Adieu sagen, jetzt müssen wir Abschied nehmen, jetzt müssen wir Spielerinnen verabschieden in unterschiedlichste Richtungen, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich stehe auch, ich stand auch auf dem Sprung, ich hatte ein Angebot aus Rumänien. Es ist aber leider an Sprachproblemen gescheitert. Ich werde also vermutlich noch eine Saison noch dranhängen und ich bin gespannt. Jetzt aber erstmal der Moment, wo wir hängen gemeinsam noch eine Saison. Anne, du sagst doch mal so schön, Saison. Achso, wir wollten verabschieden. Ach, es ist Helmut, du stehst auch schon in den Startlöchern. Also, womit beginnen wir, Herr Geschäftsführer? Mit wem? Mit Martin, richtig, mit dem Physio. Martin, bitte nach vorn treten, jetzt wirst du durchgeknetet, ein letztes Mal. Martin, du scheinst in der vergangenen Saison vieles richtig gemacht zu haben. Ja, insofern ist also der Applaus erstmal ganz wichtig und wir haben es schon gesagt, jeder, der geht, das bedauern wir außerordentlich, aber es gibt Gründe. Und Herbert hat sicher die passenden Worte von der Mannschaft. Ich glaube, die passenden Worte sind gerade da hinten mit dem Applaus gekommen. Man hat genau gemerkt, dass Martin von der ersten Sekunde hier den Nerv der Mädels richtig behandelt hat. Und genau der Richtige im richtigen Moment für uns war. Und es tut uns allen, und da spreche ich im Namen von der ganzen Mannschaft, in der Seele weh, weil er ist ein Physio, den wir gerne noch im nächsten Jahrzehnt hier bei uns behalten hätten, weil er genau das Richtige gemacht hat. Er hat richtig Hand angelegt, wo es weh getan hat. Er hat die Schwachstellen entdeckt. Er hat die Wehwehchen mit seinen Händen wegmassiert. War mir eine sehr, sehr große Hilfe im Athletikbereich. Und egal, jetzt auch hinten raus noch mit den Corona-Tests. Und da möchte ich auch nochmal mich bei Dr. Dietz bedanken. Natürlich ist es so, dass Martin immer da war, wenn wir ihn gebraucht haben und wir ihn nur sehr, sehr schweren Herzens ziehen lassen.
Wie du schon gesagt hast, er hat seine Gründe, uns tut es in der Seele leid. Und da er aber nach wie vor im Reha arbeitet, bin ich mir sicher, dass auch da das Gleiche gilt. Wenn der Hilfeschrei von mir kommt, wird die Hilfe da sein. Das war das ganze Jahr so. Immer wenn ich ihn gebraucht habe, war er da. Immer wenn irgendwas noch zu regeln war, hat er das geregelt. Und wenn irgendwo nochmal ein Tape anzulegen war oder eine Verletzung ein bisschen kleiner zu reden war, dass man am Wochenende spielen konnte, so wie das jetzt eben auch bei der Emma ist, die sicherlich dank seines Tapes und seiner Hände jetzt nochmal diese beiden Spiele machen konnte. Ich ziehe meinen Hut vor dir, Martin. Du warst genau der richtige Mann in diesem Jahr, in diesem schweren Jahr. Es war für uns handballisch, zuschauermäßig, pandemiemäßig mit Abstand das schwerste Jahr. Und du warst wie so ein sicherer Fels in der Brandung, der immer die DAC-Fahne mit uns hochgehalten hat. Und ich wünsche dir für deinen zukünftigen Lebensweg alles, alles nur erdenklich Gute. Und ich bin mir sicher, unsere Schwerter, unsere Wege haben sich nicht zum letzten Mal gekreuzt. Und ich danke dir von ganzem Herzen für all den Einsatz und all die Arbeit, die du mit Herzblut und immer mit vollem Engagement geleistet hast. Die Mädels lieben dich. Ja, ich habe verschiedene Spielerinnen gefragt, die haben, um zu erfahren, wie war denn die Behandlung bei Martin? Und alle haben sie immer gesagt, trefflich. Die war trefflich. Nur noch ein paar Wörter. Also Martin, im Namen der Mannschaft wollen wir uns bei dir bedanken. Es ist uns nicht leicht gefallen, wie du uns gesagt hast, dass du gehst, weil endlich hatten wir jemanden, für uns da bereit war, nicht nur im Training und Spiel zu sein. Du hast für uns alles getan, außer der Trainingszeiten. Und schade, dass du gehst, weil so motivierten Mensch kriegt man selten in so einem, also bei uns. Und wir hoffen, dass du dich richtig entschieden hast und wir wünschen dir alles, alles Gute in deinem neuen Leben. Wollte ich Martin noch ein paar Worte sagen lassen, aber er lässt lieber seine Hände sprechen. Das ist auch viel besser. Und wir wenden uns jetzt der Verabschiedung. Ich muss mal meinen Souffleur wieder fragen, weil ich habe kein Konzept, wie gesagt. Jolina, richtig. Wir wussten gar nicht, dass wir heute hier stehen können. Jolina. Du, die du heute noch einmal ganz entscheidend in Aktion getreten bist, bist auch auf dem Weg in Richtung Hessen und Herbert kann sicherlich am besten einschätzen, wie du dich in dieser Saison in dieses Team eingefügt hast. Das war, komm ruhig hier, komm, geh ruhig mal näher ran an den Trainer, heute beißt er mal nicht, heute ist er mal ganz zahm und ganz lieb und ist der Müller, den wir kennen, dieser freundliche, ältere Herr, der Trainer. Ja, Jolina, das ist für uns hier kein Abschied. Das ist ein Weg zum Wiederkommen, davon bin ich überzeugt. Wir haben genau mit dir das abgesprochen. Ich fand das sehr offen und fair, wie du mit mir kommuniziert hast, wie wir gemeinsam deinen Lebensweg abgesteckt haben und wie wir gemeinsam versucht haben, das zu erkunden, was ist für dich am besten. Und ich bin mir sicher, wenn man da hier die Verrückte auf der anderen Seite heute gesehen hat, dass du bei der Tessa in guten Händen bist. Und ich bin zu 100% überzeugt, dass du die nächsten beiden Jahre so nutzen wirst. Und da sind wir ja genau so verblieben, dass wir dann genau dann nochmal telefonieren, weil du bist eigentlich ein DAC-Kind und wirst ein DAC-Kind bleiben. Und ich bin mir sicher, wenn deine Entwicklung so weitergeht, dann wirst du auch den Weg zum DAC wieder zurückfinden. Jetzt war es definitiv der richtige. Jetzt war das definitiv der richtige Schritt. Und ich fand das wirklich faszinierend, dass wir da so offen kommuniziert haben und gemeinsam das auch für dich erarbeitet haben. Mach bitte so weiter. Du hast dich hier in ein paar Wochen sehr schnell in unsere Herzen gekämpft. Du hast gerade deine Rolle in der Abwehr so ausgefüllt, dass ich mir keine Gedanken gemacht habe, dass du das lösen kannst. Und durch diese letzte Aktion, mit der du dich heute verabschiedet hast, wirst du mich
dazu bringen, dass ich nächstes Jahr bei jedem internationalen Spiel vor jedem sagen werde, Jolina sei Dank. Weil diese Aktion, die muss man erstmal so runterreißen, so abgezockt in 7 Meter noch ziehen. Und in deiner ganz eigenen, ruhigen Art hast du hier einfach einen Mega-Job geleistet. Du hast einfach alles gemacht, was man dir gesagt habe und du hast versucht, das umzusetzen. Nimm das, was wir dir geben konnten. Ich glaube, da hat sogar Leute wie ein Ruben, wie ein Helin vielleicht sogar noch mehr Arbeit geleistet als ich selber jetzt. Ich bin mir sicher, weil ich gesehen habe, wie viel Respekt du dir in kurzer Zeit bei all den etablierten Spielerinnen hier erarbeitet hast. Das war das ganz Besondere. Du bist sofort ein Teil dieser ersten Mannschaft geworden und wir sind sehr stolz, dass du mit uns diesen kurzen Weg gegangen bist. Aber ich sag's nochmal, es ist nicht das Ende dieses Weges. Und Jolina sei Dank, wir werden diesen 4. Platz auch noch kriegen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Auch von der Mannschaft. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich anfangen soll. Jelina und ich sind den Weg schon in der B-Jugend gemeinsam gegangen. Damals hat sie übrigens noch auf Rückraum rechts gespielt. Das war auch ihre Position, aber sie hat den Weg an den Kreis gefunden. Und ich denke, das ist auf jeden Fall nicht falsch gewesen. Wir haben gemeinsam den Weg in die erste Mannschaft geschafft. Und ich denke, ich spreche für alle hier von der Mannschaft. Das würde ich sehr vermissen werden, sportlich wie auch menschlich natürlich. Ich werde auf jeden Fall die Zeit, vor allem im Internat, mit dir nie vergessen, vor allem mit deiner verpeilten Art. Behalte die einfach bei. Du bist so ein toller Mensch und ein schöner Charakter. Und wir wünschen dir von Herzen wirklich alles, alles Gute. Das ist immer das Schöne, wenn solche ehrlichen Worte kommen, ja, so, aber von Herzen. Also, wie hat schon Roland Kaiser gesungen? Jolina, geboren, um Handball zu spielen, um viele Tore zu erzielen. Da 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 da. Ja, ja, der alte Mann. Clara! Ich darf dich nach vorn bitten. Ein Bundesligator, das kann dir keiner mehr nehmen. Das nimmst du mit vom THC. Und ich denke, viele, viele interessante Erfahrungen, viele Erlebnisse und auch viel Motivation für die Zukunft. Du bist ja quasi erst mal am Anfang überhaupt. Und Herbert kann das noch viel besser einschätzen. Bei dir, liebe Clara, ist es genauso wie bei Jolina, das ist kein Abschied. Das ist der Beginn eines Weges. Und die Worte, die ich zu der Jolina gesagt habe, die gelten genauso für dich. Ich bin gespannt, wie dein Weg weiter verlaufen wird. Ich wünsche mir, dass du so wie in diesem ersten Jahr bei uns steil nach oben gehst. Ich wünsche dir vor allem so ein bisschen ungarischen Paprika im Hintern. Das ist das, was du brauchst. Du bist so ein tolles Mädchen, aber du hast so eine künstlerische Ader. Und die Künstler sind so ein bisschen verschlossen. Und die Handballer müssen so ein bisschen böse, böse, böse sein. Und ich wünsche dir, dass du so ein bisschen über deinen Schatten springen kannst und ein richtig böses Mädel werden kannst. Weil vom Potenzial her, es gibt kaum Linkshänder, es gibt kaum Spieler, die so eine gute Hand wie du haben, die so einen guten Wurf haben, die so ein Spielverständnis auch haben. Aber was du definitiv brauchst, ist so richtig das Böse. Böse Mädels kommen überall hin. Du sollst nicht in den Himmel kommen, wo die Guten hinkommen. Sondern jetzt musst du erstmal in Göppingen deinen Weg machen, steil nach oben. Wir werden uns sehr schnell wiedersehen. Ich sehe dich schneller als alle anderen beim nächsten Lehrgang in Österreich, weil dort bist du natürlich wieder eingeladen. Das ist gar kein Thema. Und auch du hast hier all das, was man gedacht hat, dass für deine Entwicklung das Beste ist. Das Doppelspielrecht mit Zwickau war sicherlich sehr gut im ersten Jahr. Das mit Kirchhoch, naja, da wage ich zu bezweifeln, ob das so die richtige Entscheidung war. Aber auch da lernt man aus Fehlern. Du bist sehr, sehr jung, du wirst deinen Weg gehen.
Nimm diese Herausforderung Göppingen an. Ich erwarte von dir, dass du dort klar die Nummer 1 wirst. Ich erwarte, dass du dort klar mithilfst, dass du die wieder nach oben schießt. Auch wenn es jetzt zweite Liga geworden ist, das macht gar nichts. Das ist der richtige Weg, die richtige Entscheidung. Und ich hoffe, dass wir dich sehr bald hier wieder begrüßen können. Danke für alles, liebe Clara. Wir hatten auch noch das Glück, in der A-Jugend zusammen zu spielen. Leider durch Corona bedingt wurde das ja abgebrochen. Wir hätten es, denke ich, weit bringen können. Aber was ich sagen kann, ich bin unheimlich stolz auf dich, dass du diesen Weg gegangen bist und deinen weiteren Weg auch gehen wirst. Und es hat mit dir immer Spaß gemacht. Mit dir hat man immer was zum Lachen. Wie auch meine Mama gesagt hat, du bist einfach ein kleiner Sonnenschein. Na gut, klein bist du jetzt nicht, aber du bleibst einfach ein Sonnenschein und auf deinem weiteren Weg wünschen wir dir einfach alles, alles Gute und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ja, klar, also ich kenne dich ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jährchen, seit dem Jugendnationalteam spielen wir gemeinsam und auch in einer Wohnung gemeinsam gelebt, also ich weiß, du wirst deinen Weg gehen und ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich auf die kommende Zeit im Nationalteam noch weiter. Ja, Clara, das ist zum ersten Mal, dass ich gehört habe, dass wir einen Sonnenschein wegschicken, um ihn zum bösen Mädchen zu machen. Da kann ich nur sagen, frisch auf, pack den Schlegel aus. Nein, nein. Clara könnte man noch singen, aber das will ich dem jungen Mädchen nicht antun. Und wir bleiben in der österreichischen Region und wir haben leider eine weitere Spielerin zu verabschieden. Übrigens den österreichischen Mädels erst nochmal Gratulation zur Qualifikation. Ja, das ist also... Zum ersten Mal habe ich mit einer österreichischen Handballmannschaft den Live-Ticker verfolgt, um das Spiel in Polen irgendwie mitzubekommen. Also Glückwunsch. Und Nina, du hast uns so viel Freude gemacht. Du hättest uns noch viel, 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 viel mehr Freude machen können. Aber erstmal Respekt für diese Leistung. Du bist als Youngster hierher gekommen und jetzt als eine profilierte Außenspielerin gehst du. Ja, und du hast für dich eine Entscheidung getroffen. Erstmal Beruf, das akzeptieren wir und da wünschen wir alles Gute. Aber Herbert wird sicherlich noch ein paar Worte zu dir sagen können. Wir Handballer sind keine Fußballer und darum brauchen wir eine berufliche Perspektive. Und der Gedanke, Medizin studieren, ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Und ein Trainer muss nicht immer alles verstehen, aber er muss versuchen, Verständnis für alles zu haben. Und ich bin schon so lange Trainer und ich habe mich wirklich in all diesen Jahrzehnten bei keiner einzigen Spielerin dieses Planeten, und wir reden von Barbossas und so weiter und so fort, so schwer getan loszulassen wie bei dir. Du bist für mich eine ganz besondere Linksaußen mit einem besonderen Talent gesegnet. Ich habe selten jemanden gesehen, der so viel Potenzial hat wie du. Und mir war das von Anfang an klar, dass du hier diese Bundesliga rocken wirst und genau das hast du getan. Ich bin mir sicher, auf diesem allerhöchsten Level bist du in der Lage, einer der besten Linksaußen dieses ganzen Planeten zu werden. In der Bundesliga bist du es jetzt schon für mich innerhalb von einem Jahr geworden. Und das war einfach nur fantastisch. Aber der Weg, den du gegangen bist, der war nicht überraschend, weil der war genauso vorauszusehen. Mir war das von der ersten Sekunde an klar, als Helly dich das erste Mal beim Juniorennationalteam gehabt hat und gesagt hat, wow, ich habe da eine, schau dir die mal bitte an. Da war mir klar, was aus dir werden kann und was aus dir wird.
Ich glaube auch, dass hier auch das Wort DHC und das Wort auf ganz, ganz hoher Ebene noch bei weitem nicht gesprochen ist. Du wirst wiederkommen. Die Frage ist nur, wo, weil dein Weg kann dich bis nach Györ führen, davon bin ich überzeugt. Es gibt wenige, die das können, was du kannst. Und ich weiß, was du für Dreher, Leger und was du für ein Potenzial hast. Und besonders heute fand ich es besonders schön, als wir in der Kabine gesagt haben, bitte ein Chaos und schieße mich bitte in die kurze Ecke. Und mit Freude habe ich gesehen, wie du da hochgestiegen bist. Weil das sind alles noch so Dinge, die du aus dir rauskitzeln kannst. Nina, für mich hast du das Potenzial, die größte Linksaußen in ganz Europa zu werden. Aber jetzt werde erstmal einer der besten Studenten. Halte dich aber bei Hypofit, weil ich brauche dich dringend im Nationalteam. Und vielen Dank für dieses Jahr. Du hast mir unfassbar viel Freude gemacht. Ja, also ich glaube, wie talentiert du bist, müssen wir jetzt hier nicht nochmals irgendwie besprechen. Das weißt du auch von alleine und von all diesen Resonanzen, die du hier bekommen hast. Aber ich möchte dir sagen, ich habe dich persönlich vom ersten Tag ins Herz geschlossen, vom ersten Flankeballturnier an, als du betrunken in meiner Wohnung lagst. Ich mochte dich einfach von Tag 1 an. Ich bin enorm stolz, dass du Team Jung irgendwie mit deinen Aufwärmkünsten ein bisschen vielleicht teils in Führung gebracht hast. Aber schade hat es wieder leider auch dieses Jahr nicht gereicht, um irgendeinen Saisontitel zu holen, weil wir haben halt immer noch Nemo und die ist einfach unschlagbar. Es tut mir leid. Aber du bist uns allen ans Herz gewachsen. Wir haben dich und deine Art, dein Talent und alles haben wir zu schätzen gelernt. Und du weißt, du wirst ganz persönlich mir fehlen, weil du fast öfters in meiner Wohnung warst, als ich es war dieses Jahr. Und ich glaube, nächstes Jahr wird hier für mich zumindest ein riesen Teil fehlen in diesem Puzzle. Da kann man mal wieder sehen, Handball kann internationale Freundschaftsbande entwickeln. Da legen sich Schweizerinnen, Österreicherinnen, Deutsche in den Armen. Das kann nur Handball. Nina, was wirst du studieren? Das wollen wir jetzt noch wissen. Der Plan wäre Zahnmedizin, aber... Zahnmedizin, das kannst du stecken lassen, du. Zahnmedizin, das sind die Schlimmsten. Nein, wir wünschen dir natürlich alles Gute und da kannst du dann Herbert mal bestellen und kannst ihm eine Wurzel ziehen. Dem Mathefachmann. So, ach meine Güte. Ja, jetzt Maria. Viele sagen immer wieder, warum kann da nicht Marie sagen? Weil sie Maria heißt. Ich kann nämlich norwegisch Namen aussprechen. Marie Davidsen. Da gibt es diese Geschichte von David und Goliath. Und du warst bei uns, du hast eigentlich diese Tradition bei uns fortgesetzt im Tor. You was a wonderful goalkeeper. Goalkeeperin. Wir müssen ja das richtig wahren. Und 2 Jahre und du hast, ich denke, auch eine große Entwicklung durchgemacht, auch Deutsch. Du verstehst sogar, wenn ich sage, du hast sehr gut gespielt. Das konnte man in dieser Saison häufiger nach dem Spiel zu ihr sagen. Und dann kam immer dieses Strahlen. Und was ich bei dir, ich war mal vor vielen Jahrhunderten, war ich mal Fußballtorwart. Was ich bei dir so bewundert habe, dieses frühzeitige Antizipieren und keine großen Aktionen. Du standst ja meistens schon da, wo der Ball hinkam. Aber Herbert kann das alles viel besser einschätzen. Ich hätte jetzt fast gesagt, darum haben wir sie verpflichtet.
Weil als sie gekommen ist zu uns, war sie in Deutschland eine total Unbekannte. Und viele haben sich gefragt, wer ist diese Maria Davidson, die daherkommt. Und sie, genau das ist es. Ich werde das Zitat übernehmen. Eine geile Torhüterin, die hier mit dieser nordischen Coolness und mit dieser mega norwegischen Professionalität, das hat einen Grund, warum die Norwegerinnen so viel gewonnen haben im Handball, speziell im Damenhandball. Maria ist unfassbar professionell. Maria hat ein klares Bild, was sie im Torwarttraining will, was sie da braucht, hat ihre eigenen Ideen. Wir haben versucht, auch oft auf diese eigenen Ideen einzugehen. Und Maria hat uns wundervoll geholfen in den letzten 2 Jahren. Dieses letzte schwierige Jahr, dadurch, dass sie ihre Eltern so lange nicht sehen konnte, hat sie schon geprägt. Und das hat man gemerkt. Und trotzdem hat sie keine Sekunde auch nur einen Gedanken daran verschwendet, hier auch nur ein Stück dieser Professionalität nachzulassen. Sondern sie war immer eine, auf die man sich verlassen konnte, die in wichtigen Spielen ihre Frau gestanden hat, die uns zu ganz wichtigen Siegen verholfen hat, die diese wichtige Position des Torhüters, das darf man ja nicht vergessen, ein Torhüter ist im Handball 50% des Handballspiels, so ausgefüllt hat, wie wir es erhofft haben. Ich finde, und darauf kannst du besonders stolz sein, dass wir gemeinsam diesen Weg auch in die norwegische Nationalmannschaft gegangen sind. Das war, glaube ich, immer ein ganz großer Traum von dir. Diesen Traum hast du verwirklicht. Ich hoffe, dass du sogar noch zu Olympia kommst. Das wäre mega schön. Und wenn nicht, ist es nicht so dramatisch. Bei uns hast du einen tollen, tollen Job gemacht. Dafür sagen wir dir Danke. Und du bist ein mutiger Mensch. Kein Mensch hat sich so mutig Corona gegenübergestellt wie du. Und den Mut, und jetzt noch eins zu toppen und den Mut zu haben, nach Rumänien zu gehen, das wird der pure Wahnsinn. Marie, stell dich auf was ein, du brauchst diesen Mut und wir schenken ihn dir von Herzen. Pass auf dich auf und vielen Dank für diesen 2 Jahre. Marie, was soll ich sagen? Ich finde, dein Deutsch ist mittlerweile besser als meins. Also du hast dich da auf jeden Fall gut gemacht. Die Saison mit dir war für mich ein absolutes Highlight, weil du hast mir spielerisch, aber auch menschlich sehr, sehr viele Tipps gegeben. Und ich muss sagen, ich werde dich als Freundin sehr, sehr stark vermissen. Ich finde, wir haben dieses Jahr ein echt gutes Torwart-Trio gebildet, haben uns gegenseitig ergänzt. Und deswegen werde ich dich wirklich stark vermissen. Aber ich denke, wir bleiben im Kontakt und werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Dankeschön. Ja, also ich habe nochmal jetzt zugehört. Herbert wird das in Rumänien sehr genau beobachten. Ich leider nicht, ich habe ja das Angebot abgelehnt. Aber wir hatten auch tolle 3 Torhüterinnen, die sich auch sehr gut ergänzt haben. Und ich denke, das ist auch was ganz Wichtiges, dass man auf der Position nicht nur einfach, sondern möglichst dreifach gut besetzt ist. Jetzt haben wir eine Spielerin, die eben nur kurz bei uns war, aber sich natürlich, wir haben es vorhin schon angesprochen, in ganz kurzer Zeit die Sympathien aller Fans erobert hat. Marketa! So spricht sich das korrekt an. Marketa, ich finde, du bist eine ganz, ganz, ganz besondere Spielerin, ein ganz besonderer Mensch. Wenn wir eine Spielerin von deiner Qualität verpflichten, dann muss ich ganz besonders gut hinschauen. Weil man darf als Trainer hier und da Fehler machen. Die machen wir zuhauf, fast so viele wie die Schiedsrichter. Aber wenn wir uns etwas beim DAC auf gar keinen Fall erlauben können, dann ist es diese Führungsspielerin. Die müssen wir verpflichten und bei dieser Führungsspielerin, wenn ich da das ja, bildlich darstelle mit einem Bogen schießen, dann muss es die 10 werden. Dann muss es die 10 werden. Wenn ich da daneben schieße, dann habe ich in dieser Saison ein Riesenproblem. Marketa, du warst keine 10, du warst eine 20 für mich. Weil neben der 10 im Handball bist du nochmal eine 10 menschlich gewesen. Und wir hatten wirklich die Erfahrung, dass wir speziell mit tschechoslowakischen Spielerinnen immer was ganz Besonderes haben, weil die besonders gut zu uns passen.
und weil die bei uns immer sowohl menschlich als auch sportlich einen wahnsinnig tollen Job gemacht haben. Ich habe unfassbar gerne mit dir gearbeitet. Ich denke, wir konnten gut kommunizieren, wir waren gut aufeinander abgestimmt. Wir wussten, dass wir miteinander können. Und ich muss diese Geschichte heute mit diesem 7 Meter erzählen. Ich habe am Freitag nach dem Training zu ihr gesagt, Marketta, mach dir keine Gedanken, egal wie viele 7 Meter du heute verwirfst, du wirst bis zum Schluss 7 Meter werfen. Und genau darum war ich mir hundertprozentig sicher, dass sie diejenige ist, die diesen 7 Meter in dieser letzten Sekunde auch macht. Dieser 7 Meter, der uns dieses Tor zu diesem vierten Platz geöffnet hat, einer dieser 250 Tore, ich weiß nicht, ob es der wichtigste war, es waren so viele Schöne dabei. Wir haben dich als Goalgetter geholt und haben dich genau als solchen jetzt hier verabschiedet. Und wir haben einen Menschen kennengelernt, der in meiner Seele ein richtiges Loch reißen wird. Ich kann dir nur eins sagen, ich wünsche dir für Norwegen alles nur erdenklich Gute dieses Planeten. Sollte irgendwas falsch überlaufen, hoffe ich, dass du mich anrufst. Ich hoffe, dass wir Kontakt halten. Ich wünsche, dass du diesen Weg, ich weiß, du hast diesen Traum, Champions League, du hast diesen Traum, bei den besten Mannschaften zu spielen. Du hast aber auch diesen Traum, gar nicht zu lange Handball zu spielen, sondern ich weiß, und da will ich dir, Thomas, einen riesen Dank sagen. Ich weiß, wie viel Unterstützung du ihr geboten hast. Ich habe das mitbekommen, weil ich weiß, wie sehr gut ihr euch versteht und wie wichtig diese Beziehung für Iveta, für Marketta war. Ein freudscher Versprecher. Und ich weiß, wie wichtig diese Beziehung für Marketta war und was du ihr an Unterstützung gegeben hast. Und jedes Mal da warst, wenn wir dich auch gebraucht haben, weil in dieser Corona-Zeit war das gar nicht so leicht, zueinander zu finden, zueinander zu fahren, zueinander zu stehen. Von daher, du warst auch ein wichtiger Teil dieses Erfolges und daher will ich auch dir Danke sagen. Aber eins ist sicher, Marketta, ich werde dich unfassbar vermissen. Danke. Sehr schwer. Also nach einem Jahr so eine Person zu vermissen oder die mir ins Herz so eingestiegen ist, nicht, dass du Tschechin bist, aber dass du, nein, dass du wundervoll Mensch bist, herzlich bist und auf der Platte, so wie ich bin, immer alles gibt's. Ich finde keine Worte, du wirst uns fehlen, du wirst auch Lilly fehlen, du warst für sie wie Schwester. Wir schenken immer den Spielerinnen jedes Jahr so ein bisschen Flasche Wein mit den Zettelchen, die jede für diejenige Person etwas schreibt. Ich habe bewusst diese Flasche genommen. Champions League Flasche, das wirst du nächstes Jahr spielen und wir wünschen dir alles, alles Gute in Norwegen. Natürlich hoffen wir auch, dass du da deinen Platz findest und wenn nicht, dann kannst du zurück nach Tschechien, aber über Thüringen, bitte. Was hätte Franz Beckenbauer gesungen? Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Jetzt ist mir mal aufgefallen, wenn Lilly wie Schwester war, dann war ja Lydia wie Mutti. Aber das ist die fitteste und netteste Mutti, die ich in diesem Team kenne. Und Lydia, inzwischen bist du ja auch so eine Art Mutti geworden. Ja? Du hast inzwischen so viele Spielerinnen hier schon begrüßt und auch leider wieder verabschiedet. So wie auch die nächste Spielerin, die da
es wird immer schwieriger, es wird immer schwieriger. Ina, gute Freunde. Ina, du bist damals einfach hergekommen und du warst gleich der Kumpel, der mit allen Kontakt gefunden hat und der von allen auch akzeptiert und respektiert wurde. Und dein Ziel war, mit dem THC Deutscher Meister zu werden. Das ist gelungen. Dein THC. Nee, nicht? Bist du danach gekommen? Scheiße. Pokalsieger wolltest du natürlich werden. Oh, jetzt habe ich aber ich habe den Statistiker Hajo nicht nochmal zur Rate gezogen. Ich bitte das jetzt zu entschuldigen. Ina, das hoffe ich übrigens auch bei den anderen, egal wie lange sie hier waren, dass ein bisschen was auch von dem bleibt, was ihr hier erlebt habt. Und das war sicherlich nicht wenig. Und Herbert hat bestimmt noch viel mehr zu erzählen. Wir haben hier das große Glück, dass wir wirklich besondere Personen heute verabschieden müssen. Und Ina ist eine ganz, ganz besondere Person. Sie ist ein besonderer Typ, der sofort ins Herzen geht, weil sie sehr offen ist, sehr geradlinig ist. Hans Dampf in allen Gassen, vielleicht die schnellste Spielerin, die ich bisher erlebt habe. Eine, die rennt so schnell, dass man das gar nicht sagen kann. Und auch eine Spielerin, die unfassbar viel Talent in die Aufwärmspiele reingebracht hat. Die so ziemlich alles kann, von Fußball bis zum Badminton. Ich hatte das Glück, das alles ein bisschen zu erleben. Und ich bin dir in erster Linie sehr, sehr dankbar, dass du deine Rolle hier angenommen hast. Die Rolle, die ich dir zugeschrieben habe und die dir vielleicht nicht immer gepasst hat. Und ich bin einer, der speziell mit Linksaußen besonders kritisch ist, weil ich selber Linksaußen war. Und dabei hat man manchmal zu knabbern. Aber du warst eine, die immer Gas gegeben hat. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, dich zu trainieren. Weil man bei dir immer das Gefühl hat, du willst. Und wenn noch so sehr die Schienbeine geschmerzt haben oder sonst irgendwo eine Verletzung da war, du bist immer wieder gekommen, hast nie aufgegeben. Wir waren sehr, sehr stolz, eine deutsche Nationalspielerin zu haben, eine Schwäbin, die aus Metzingen gekommen ist. Und heute hat mich sogar ein Fan aus Metzingen angerufen, der nochmal schöne Grüße ausgerichtet hat. Und ich denke, sie war nicht nur in Metzingen der Publikumsliebling, sondern auch hier bei uns, wie Wolfgang es gesagt hat, sofort. Sofort ganz groß in allen Herzen drin. Und wir wollen, dass du auch in diesen Herzen bleibst, weil die große DAC-Gemeinde vergisst nicht, die vergisst gar nicht. Die haben einen so langen Atem und ein so langes Gedächtnis. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du noch ganz oft, wenn hier wieder Zuschauer rein dürfen und selbst wenn nicht, uns besuchen würdest. Ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, jederzeit bei uns auch nochmal mittrainieren, mitspielst, was auch immer, gerade in dieser ersten Spielwoche dich einbringst. Und wir wünschen dir für deinen beruflichen Werdegang alles, alles Gute. Ich weiß, du hast dir das wohl überlegt, du hast in deinen Körper reingehört und den richtigen Zeitpunkt gefunden, wo man dann Schluss machen muss. Das ist oft sehr, sehr schwierig, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber du wirst, weil du so ein Mensch bist, wie du eben bist, wirst du überall Freunde haben und überall deinen Weg gehen. Und hier hast du einen besonderen Stein im Brett bei allen. Jeder wird dich hier als Freund vermissen. Dankeschön. Ja. Yeah.
weil sonst wird es emotional. Als ich hier vor 3 Jahren unterschrieben habe, war ich voller Tatendrang und je näher dieses Ziel kam, desto mehr mir gesagt, bist du bescheuert, wie kannst du das Schwabenland verlassen? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ich gedacht, ja, was hast du da eigentlich getan? Und mittlerweile muss ich sagen, oder es war relativ schnell klar, nach einem halben Jahr schon, ich habe hier tatsächlich mich sehr schnell heimisch gefühlt und das habe ich vor allem euch zu verdanken. Ich habe hier nach jedem Heimspiel ein Bierchen bekommen. Vielen, vielen Dank. Ich wurde immer beklatscht von der Roten Wand, beim Umzug geholfen und von den 3 Jahren, die ich hier als Mannschaft unterschiedlichste Spielerin hatte, nämlich sehr, sehr viele Freundschaften mit und ich bin einfach nur froh. Ich durfte hier Champions League spielen. Ich habe hier doch 2 Titel gewonnen. Mit Metzing hätte ich sie nicht. Und ich bin dankbar für diese 3 Jahre und vielen, vielen Dank für alles. Wenn Dortmund deutscher Meister ist, ich denke, dieses Menschliche, das hat nur der DAC und diesen Aspekt, der ist mehr wert als alle Titel dieses Planeten. Also, liebe Ina, dein lieber Bruder und deine engsten Freunde haben jetzt was für dich vorbereitet. Und es geht los! Nun ist soweit. Ich kann mich total gut daran erinnern, als wir zusammen in Sinnsee trainiert haben und schon damals gesagt haben, krass, der Kleine sitzt hier auf links außen, der müsste einfach noch mehr spielen, weil dann würde ich vielleicht auch noch Spiele gewinnen. Spaß beiseite, echt cool, jetzt hier ein Abschiedsvideo am Ende deiner Karriere schicken zu können und letztendlich auch darauf zurückblicken zu können, was du alles geschafft hast. Und trotzdem immer bodenständig geblieben bist und trotzdem immer die Ina geblieben bist, die ich kennengelernt habe, die wir kennengelernt haben. Und natürlich müssen wir sagen, dass wir total froh sind, dass du wieder zurückkommst und auch in der Nähe von uns dann wieder deine Heimat gefunden hast. Und wir freuen uns ganz arg auf dich. Der Janne hat irgendwie das Video verlassen, aber der freut sich ja auch sehr. Natürlich ist es schade, dass wir dir nicht mehr zuschauen können, aber du siehst, wir sitzen jetzt hier gerade auf der Sonnenterrasse und wir sind uns sicher, dass das Leben für dich auch total viele schöne Sonnenmomente bereitet und darauf kann man sich wahnsinnig freuen, was du von du kannst toll drauf zurückblicken und wir schicken dir jetzt schon mal ganz liebe Grüße aus der Erde. Genau, wir schicken dir schon mal ein paar Salbenblasen. Thank you.
Das war so gestellt. Ja, liebe Ina, ich kann nur sagen, der Kunde wird dich auf jeden Fall vermissen. Ich weiß gar nicht, wie ich dich morgens um 8 Uhr mit dem Staubsauger haben soll. Ich habe Zeit und werde von der Belastung sehen. Ja, ich danke nur für den Schenken und Arbeitsplatz. Ich denke, das ist ganz gut für meinen Auftrag und Sachen, die ich mal freie Wochenende und Freunde, Essen, Teil mit der Familie verbringen. Du bist ja auf jeden Fall empfehlen. Hallo liebe Ina, zu Feier des Tages und für dieses kleine Video habe ich mir gedacht, dass ich mir noch einmal ein altes THC-Foto anziehe, denn obwohl wir uns vorher schon kannten, haben wir es ja doch letztendlich dem THC zu verdanken, dass wir heute noch in Kontakt stehen und daraus eine kleine Freundschaft entstanden ist. Auch ich möchte dir gerne an diesem besonderen Tag ein paar Wünsche mit auf den Weg geben und hoffe erstmal in erster Linie, dass wenn du auf all die Jahre mit dem Handball zurückblickst, richtig viele schöne und aufregende Momente in deinem Kopf hast, dass du mächtig Grund zum Lachen hast und ja, dass du vielleicht auch Grund hast, die ein oder andere Träne zu vergießen, was völlig in Ordnung wäre, weil es doch auch eigentlich so sein sollte. Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wunderbaren Start in das Leben ohne den Sport, auch wenn ich mir sicher bin, dass du den Handball auf irgendeine Art und Weise erhalten bleibst, sei es als Trainerin oder Schiedsrichterin. Und ich wünsche dir und hoffe, dass du so ein lebensfroher Mensch bleibst, dass du die Sonne in deinem Herzen behältst, auch wenn es wahnsinnig kitschig klingt. Und ja, zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, dass ich mich für eine sehr schöne, wenn auch sehr kurze Zeit bedanken möchte, die wir zusammen hatten und dass ich einfach hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Also, meine Schwester zum Partner. Es tut mir sehr leid, dass du deine Karriere beenden musst. Ich bin sehr traurig, dass du weggehst. Aber ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und dass du Freude hast an deinem neuen Leben. Ich denke, unsere Wege können sich nicht mit Ende von THC. Wir bleiben weiter in Kontakt und ich freue mich, wenn ich mit meinen Badlangensatzern heute noch besuchen kann. Also Nina, nochmal toi 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 und du hast dich für das Ende deiner Fußballkarriere entschieden, aber deine Fußballkarriere ist wieder ein bisschen weh. Ja! Ich möchte dir ganz gerne noch sagen, ich wünsche dir von ganzem Herzen zu deinem nächsten Schritt in deiner Karriere und Handball ganz, ganz viel Glück. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich kenne und dass ich mit dir auf dem Feld spielen konnte. Du bist super gutes Mensch mit Interesse und du hast immer alle unterstützt. Und du hast immer geholfen, wenn ich jemanden gebraucht habe. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt so geklappt hat, dass wir noch zusammen spielen konnten. Und ich wünsche dir einfach alles, alles Gute, Liebe. Und ich hoffe, wir sehen uns noch. Ciao. Liebe Kinder, ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Nun ist auch für dich das Ende der Handballkarriere gekommen. Aber mach dir keine Sorgen, meine Erinnerungen und Erfolge wird dir keiner nehmen. 2008 startest du als junges Grün in der Aufstieg mit Sindelfing in die erste Bundesliga, sowie ein phänomenaler Sieger und schließlich auch der Aufstieg mit Metzingen. Deine Karriere ging immer weiter nach oben. Du wurdest zur Nationalmannschaft berufen und schließlich brachte dich dein Weg in den Osten zum THC. Aber nicht nur auf dem Handballfeld hast du eine gute Partie geschmissen, sondern auch so manches Mallorca zum Erlebnis gemacht. Ich wünsche dir für deine Zukunft, dass du so bleibst, wie du bist, dass du immer nach vorne schaust, ehrlich, offen, fröhlich und ehrgeizig. Dann werden sich all deine Wünsche und Ziele auch erfüllen.
ich sehr gut bei. Du hast dich entschieden, die Schuhe kommen an den Nagel und du kannst unfassbar stolz auf dich sein. Du hast eine tolle Karriere gemacht. Ich denke da zurück an eine geile gemeinsame Zeit im Metzingen. Haben Trainingseinheiten zusammen. Unfassbare Jubelszenen von dir. Und noch viel geiler eine Party nicht und danach, die Tage danach waren immer nicht so leicht. Du bist zur Nationalspielerin gereift, hast deine Komfortzone nochmal verlassen, bist zum THC gewechselt, hast dort auch dein Ding gemacht. Und, es ist natürlich ein weites Auge dabei jetzt, dich nicht mehr auf der Platte zu sehen, aber umso mehr freue ich mich jetzt auf die Zeit danach. Ich glaube, das Leben hält noch viele tolle Momente bereit für dich und ich freue mich, dich bald wieder öfters zu sehen. Krasse Grüße und bis bald. Ciao, ciao. Liebe Christian, du hast dich dafür entschieden, die Schuhe an den Nagel zu hängen oder in die Tonne zu klopfen. Ja, was heißt das? Keine Vorstellung mehr, keine Zwischenkäfer mehr, keine Vorstellung, wann und wo du auf die Toilette darfst oder wann du essen sollst, keine Programme mehr, das wird ein kompletter neuer Abschnitt. Er wird spannend, er wird neu, es wird komisch sein, aber ich bin mir sicher, dass du deinen Weg gehen wirst und ich natürlich für Handball-Deutschland, das ist sehr, sehr schade, dass eine weitere charakteristische Handballerin abklangt. Und ich hoffe, dass du im Handball irgendwie treu bleibst. Ich war immer ein Riesenfan von dir, weil man bei dir einfach merkt, wie sehr du Handball liebst, wie sehr du dabei bist und mit welcher Emotion und Leidenschaft. Und ich hoffe, dass du irgendwie dem Handball auch irgendwie treu bleibst und das der jungen Generation irgendwie weiter vermittelst. Und ja, also ich finde, dass du eine überragende Karriere gemacht hast und wir hatten leider nicht die Möglichkeit zusammen zu spielen. Sehr schade, weil ich glaube, das wäre eine lustige Angelegenheit geworden und eine sehr tolle, aber egal wie, ich war ein riesen Fan von dir. Ich wünsche dir alles, alles Gute und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Skype-Party wiedersehen und hoffentlich auch bald in Real. Ich drücke dich ganz doll und wünsche dir alles Gute. Ja, alles Gute für deine weitere Zukunft. Wünsche dir ein Fairs. Liebe Ina, alles Gute für deine weitere Zukunft. Wünsche dir ein Fairs. Liebe Ina, alles Gute für deine weitere Zukunft. Wünsche dir Kreuz. Liebe Ina, alles Gute für deine weitere Zukunft. Wünsche dir Heike. Liebe Ina, alles Gute für deine weitere Zukunft. Wünsche dir mich. Liebe Ina, ich bin unglaublich dankbar, dich kennengelernt haben zu dürfen. Wir haben zusammen gelacht, zusammen geweint, wir haben Siege zusammen gefeiert und mussten die eine oder andere Niederlage schön trinken. Aber genau diese Erinnerung kann uns keiner nehmen. Du bist und bleibst ein Unikat. Und genau deswegen wirst du uns fehlen. Hallo Ina! Jedes ist mein Chef. Achso, nein. Du warst bei der Firma Camtec ein wichtiger Teil und wir freuen uns ganz riesig, dass du weiterhin ein wichtiger Teil bei der Firma Camtec bist. Wir freuen uns auf dich. Siehst du, Ini, auch wir sagen danke für zahlreiche tolle Momente auf und nehmen den Spielfeld mit dir und wünschen dir für deine Zukunft nur das Allerbeste. Es gibt, glaube ich, niemanden, der mit so viel Energie und Power an jedes Spiel gibt und so mitreißend ist, auch als Gegner oder zusammen auf der Platte und auch neben dem Spielfeld bist du ein Mensch, der immer da ist, auf den man immer ziehen kann und wir haben dich ganz doll ins Herz geschlossen. Und ja, wir freuen uns jetzt riesig, wenn du uns hoffentlich bei den Budapest besuchen kommen kannst. Und ja, alles Gute. Bis bald. Das sind die drei Musketiere. Und wir wünschen dir natürlich, dass du noch von uns abgehst mit einem Anblick der neuen Leben.
noch ein paar andere, aber wir werden uns sehr vermissen und werden uns freuen, wenn wir mal sehen, dass du trotzdem am Spielvertrauen dabei bist und dich begleitet auf dem Weg weiter. Herzlichen Dank, dass du das gemacht hast. Oder auch gerne. Wurde schon gesagt. Geschenke, bitte. Nein. Also wir haben schon alles gesehen, was wir von Ihnen halten, denke ich. Und ich muss sagen, ich habe schon bei vielen Vereinen gespielt und ich hatte da viele Freunde gehabt. Aber wenn ich gewechselt habe, sind die Freunde einfach weg gewesen. Und in diesem Fall wird das nicht so sein. Ich denke, Ina, wir bleiben für immer im Kontakt. Wie ich dir schon gesagt habe, wir freuen uns schon auf Besuch bei dir. Poolparty. Poolparty ist bei uns. Nee, Ina hat uns allen ins Herzen gewachsen. Ina ist Mensch, so wie ich bin. Also sie gibt immer alles, egal wo schmerzt. Und ich freue mich natürlich auf deinen nächsten Schritt, weil ich gesehen habe, wo du übergelitten hast oder wo deine Beine gelitten haben. Und das hat mich traurig gemacht und ich wusste, dass du das dir nicht angesehen hattest oder dass man dich nicht angesehen hat. So. Verstehst du nicht? Ja. Nee, ich wünsche dir, Ina, alles, alles Liebe und Gute in deinem neuen Leben. Wir bleiben bei dir, wir bleiben in Kontakt und wir haben dich lieb und wir werden dich vermissen. Ich darf noch etwas sagen, aber ich denke, Nemo hat ganz viel schon gesagt. Von mir nur kurz, Ina, ich werde dich ganz, ganz viel vermissen. Du bist ein toller Mensch und ja, dein Charakter sagt alles und ja. Wenn du nichts zu tun hast, am Wochenende manchmal, du bist herzlich willkommen in Tschechien, dass du ein Programm hast, weißt du, jetzt hast du freie Wochenende. Ja, Ina, ich mag dich sehr und ich werde dich wirklich vermissen. Danke! So. Liebe Ina, wir wünschen dir für deinen weiteren Lebensweg alles, alles Gute. Wir werden dich unheimlich vermissen, ja, weil es ist ganz einfach so, wer trinkt mit uns Bier? Jetzt muss Herbert mit ran. Und wir möchten dir heute Abend ein kleines Präsent mitgeben, und zwar zu dir nach Hause, weil wir haben ja auch gesehen, zum Thema Kochen, nimm ein Stück Thüringen mit und wünsche dir damit viel Spaß und wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg. Man kann das jetzt alles zusammenfassen, indem man einfach sagt, Ina war groß, Mann. Danke!
Ina, und mir ist bewusst geworden, warum ich dich so weit nach vorn gesetzt hatte und der Meinung war, dass du auch deutsche Meister, weil man sich so an dich gewöhnt hatte. Man war ganz einfach der Meinung, du warst schon immer beim THC. Und das mit einer Metzinger Vergangenheit. Aber du weißt, ich habe damals gesagt, das Mädel, das ist keine Tussi. Und genau das ist so gewesen. Nimm bitte mit, das hast du ja gemerkt. Die Thüringer sind genauso herzlich wie die Schwaben, aber bei weitem nicht so geizig. So. Eigentlich hätte jede Spielerin so ein tolles Video verdient gehabt, also großartig gemacht. An all die, die da beteiligt wurden, das ist ein Stückchen Handballgeschichte, was wir da erleben durften. Jetzt erleben wir noch ein Stückchen Handballgeschichte, ein Märchen, was wahr geworden ist. Als sie damals zu uns kam, dachten wir, Mainz in der zweiten Liga. So war es doch, Maike, ne? Ich möchte aber kurz anmerken, bei uns heißt es Fasnacht. Fasnacht, das ist richtig, das ist richtig. Immer schön, hier heißt es Karneval. Das sind ja jetzt heute ja Thüringen, alles gut. Und wir haben ganz schnell gemerkt, dass man nicht nur Fasnacht in Mainz feiern kann, sondern dass man dort auch sehr gut Handball spielen kann. Und als wir das noch lange nicht mitgekriegt hatten, da wusste das Herbert Müller schon. Und Herbert hat gesagt, die ist es. Ja, die ist es, und das war mir klar schon beim ersten Video, das ich gesehen habe, als mir ihre ehemalige Trainerin sie ans Herz gelegt habe. Und ich habe dieses Video gesehen, da wusste ich, dass hier eine besondere Handballspielerin da ist. Ein junges Mädchen, das in der Lage ist, eine sehr, sehr gute Karriere bis auf allerhöchste internationale Ebene zu bestreiten. Und das Probetraining, das sie damals bei uns gemacht hat, das war nur Alibi. Da hatte ich schon längst beschlossen, dass wir sie nehmen. Ich habe nur gehofft, und weil ich die Eltern sehe, auch an euch ein schönes, ein riesiges Dankeschön. Ich habe nur damals gehofft, dass wir alle drei, speziell auch sie mit einbeziehen, weil sie noch sehr jung war, dass wir alle drei den gleichen Gedanken haben und es begreifen, dass dieses Mädel einen fantastischen Handballweg gehen kann. Sie hat das dann im Probetraining sofort bestätigt und sie hat eine Riesenherausforderung angenommen, weil auf keiner Position war zu diesem Zeitpunkt der DAC so stark besetzt wie auf der Kreisposition. Da tummelten sich so ein bisschen was wie Champions League-Sieger und Weltmeisterinnen und so weiter und so fort. Und sie hat keine Sekunde gezögert und wollte diese Herausforderung, so wie sie jede Herausforderung, finde ich, in ihrem Leben mit 100% Engagement angeht und mit unglaublicher Leidenschaft alles, was sie tut, tut. Es ist sehr, sehr schade, dass diese Verletzung, die du jetzt gehabt hast, dir praktisch dieses Jahr gekostet hat, weil wenn jemand so lange da ist, dann müssen solche Begriffe wie Treue, wie Liebe zu diesem Verein, wie Herzblut, wie Freundschaft, die da entstanden sind in all diesen Jahren, eine ganz wichtige Rolle spielen. Und da wäre es schöner gewesen, wenn Maike uns mit ihrer Dynamik, sie ist diejenige Kreisläuferin, die sich auf dem Bierdeckel so schnell abdrehen kann, wie keine andere auf diesem ganzen Planeten. Niemand kann in einem Zweikampf... Niemand kann in einem Zweikampf mit dem Rücken zum Tor, wie die Kreisläufer nun mal stehen, jemand so auf einem auf allem kleinsten Raum stehen lassen und sich mit unfassbarer Dynamik abdrehen, so wie sie das kann. Das ist etwas, was sie auszeichnet, was wirklich weder eine Heidi Löcke noch sonst etwas besser konnte als sie. Und was mich bei ihr immer besonders fasziniert hat, war die Art und Weise, wie sie professionell mit allem umgegangen ist. Sie hat mir nicht nur im Video geholfen, sondern egal was war, welches Problem ich hatte, was ich mit ihr besprechen wollte oder wo sie helfen konnte, hat sie alles getan, damit die Mannschaft funktioniert, damit das alles so läuft, wie wir das eben sportlich wollten und es in die richtige Richtung leiten. Und ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Handballspielerin gesehen, die in allen Sportarten so talentiert ist wie Maike Schmelzer. Ja, ein bisschen Jana Krause. Jana Krause, muss ich zugeben, ja.
das ist eine absolute, oder in dem Fall die beiden, aber jetzt rede ich über sie, sie ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, weil wäre sie nicht Handballnationalspielerin geworden, die hätte genauso gut Fußballnationalspielerin werden können. Sie war die einzige in dieser Mannschaft, die mich im Badminton fordern konnte. Sie war jemand, die in allen Aufwärmspielen, die ich jemals erfunden und gespielt habe, immer eine Idee hatte, wie kann ich gewinnen, und immer wieder Talent in allem, wirklich in allem, was wir getan haben. Und sie ist ja auch so jemand, die gern was tut. Sie tut, sie fordert, sie will gefordert werden. Und wenn ich mal wieder über so einer Ballstaffette saß, dann habe ich mir immer Gedanken gemacht, hoffentlich kennt Maike sie noch nicht. Und da Maike so lange bei mir war, weiß ich, dass sie da genau aufgepasst hat. Und sie war auch für mich immer eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Und auch da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass dieser ganze Weg noch nicht zu Ende ist. Wenn man die Herausforderung in Rumänien sucht, dann habe ich das schon bei der Maria gesagt, dann ist man mutig. Ich habe mich aber sehr kundig gemacht über diesen Verein, wo sie hingeht. Das ist ein Top-Verein. Das ist ein Verein, wo sie gut aufgehoben sein wird. Und Maike, du weißt, wie viel du mir bedeutest. Das brauche ich nicht extra noch erwähnen. Und du weißt, wie sehr du mir mit all dem, was du getan hast, für diesen DAC ans Herz gewachsen bist. Ich werde deinen weiteren Lebensweg so sehr verfolgen, wie bei kaum einer anderen Spielerin. Weil Rumänien ist das Land, wo ich geboren bin. Und sollte dort irgendjemand, der auch nur ein Haar krümmen, stehe ich als Erster da und räume dieses Land auf, von Grund auf. Das verspreche ich dir. Aber ich glaube, ich habe dem Präsidenten jetzt schon so viel Angst gemacht, dass er mit mir mehr telefoniert als wahrscheinlich mit seinem eigenen Trainer. Er hat mir als erstes die Wohnung von der Maike gezeigt, und als er den neuen Trainer verpflichtet hatte, ich soll mir keine Gedanken machen, sie ist ein Däne, der wird gut sein für die Maike und der mag die Maike, und das finde ich super. Und Maike, ich werde Druck aufbauen. Ich werde Druck aufbauen, dass du dich durchsetzt, mache ich mir keine Gedanken. Du wirst dort Kreisläufer Nummer 1, und diese Mannschaft baut eine neue Halle. Dort wird eine tolle Mannschaft entstehen. Übrigens auch Barbossa geht dorthin, so nebenbei bemerkt. Almu ist schon dort. Das heißt, wir haben schon mal 3 DHC-Spielerinnen. Sie wird dort super gut aufgehoben sein. Und das beruhigt mein Herz doch sehr. Ich hoffe in erster Linie, dass deine Knie mitmachen. Ich hoffe in erster Linie, dass der Knorpel hält, dass die Gesundheit so bleibt, weil dann mache ich mir keine Gedanken. Dann wirst du ein wahnsinnig toller Botschafter von Deutschland in Rumänien sein. Und ich kann dir nur eins sagen. Du wirst mir verdammt viel fehlen, weil diese Begriffe wie Treue, Leidenschaft, Zusammenhalten und für eine Mannschaft da sein, das ist etwas, was ich in den letzten Jahren so langsam gesehen habe, wie es irgendwo entschwebt. Und das ist etwas, was immer mehr fehlt. Man verliert sich so schnell aus den Augen. Man hat so schnell Menschen, die einfach kommen und gehen, und es bleibt alles so unpersönlich. Für mich persönlich bist du was ganz, ganz Besonderes, die sich als junge Spielerin in mein Herz gespielt hat, die ich sehr gern begleitet habe in all diesen Jahren, die mir sehr viel bedeutet hat und die jetzt als Topspielerin irgendwo hingeht, wo ich dich gerne hinschicke als ein perfektes DAC-Produkt. Und ich bin mir sicher, du wirst einen Top-Weg machen. Und denk bitte oft an uns zurück. Wir werden viel an dich denken und das verfolgen. Dankeschön. Ich glaube, du bist die nächste Spielerin, die hier in die Hall of Fame eingehen wird und wo Maike ein Trikot aufhängen wird. Du wirst bei jedem Spiel wieder bei uns mit dabei sein. Und ich kann dir nur im Namen der Mannschaft und von uns einfach Danke sagen, weil du warst immer für uns da. Du hast mit jeder Verletzung, egal wie dick dein Knie war, gespielt, dich in Dienst der Mannschaft gestellt, egal woher wer dich gebraucht hat, sei es links außen, Mitte oder Rückraum links, du warst einfach immer da und warst eine zuverlässige Spielerin. Du wirst den Spielerinnen, die hier sehr, sehr lange waren, unglaublich fehlen, weil ja,
Du hast dein Denkmal hinterlassen und wir werden dich sehr vermissen, Maike. Danke für alles. Ja, Maike, ich bin zwar keine Spielerin mehr, aber ich denke, ich bin trotzdem noch nah genug dran. Und du hast mich vor 2 Jahren verabschiedet und es fühlt sich ein bisschen unwirklich an, dass ich jetzt hier stehe und dich heute verabschiede. Ja, du bist 2014 zum THC gekommen, ein Jahr später als ich, und ich weiß es noch und du erzählst es mir auch oft genug. Ich habe dich die erste Woche nicht beachtet und dann irgendwann war das Eis gebrochen, als ich festgestellt habe, du siehst aus wie meine kleine Schwester. Und ab dem Moment habe ich dich ins Herz geschlossen. Ja, du bist heute eine erwachsene Frau, du bist hier wirklich zu einer international erfahrenen Spielerin gereift. Man musste dich am Anfang immer mal wieder ein bisschen bremsen, aber ja, wir haben zusammen ganz, ganz, ganz viel erlebt, denke ich. Und ich ja, wünsche dir für die Zukunft, ich habe Respekt vor der Entscheidung, dass du den Schritt gehst. Und ich weiß auch, dass das letzte Jahr nicht einfach war für dich mit der Verletzung. Und ich denke, ich spreche auch im Namen von allen anderen. Wir wünschen dir vor allem das Wichtigste, Gesundheit. Und ja, alles andere kommt sowieso, weil du hast die Qualität und du wirst dich durchsetzen und du bist jederzeit wieder hier willkommen. Ich werde hier bleiben und ich freue mich, wenn du mich besuchst. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, aber ich rede jetzt auch nicht weiter, weil es ist kein Abschied für immer. Wir werden trotzdem weiter uns sehen und Kontakt haben. Und ja, ich habe dich lieb. Ich überlege mir jetzt doch nochmal, ob ich nicht das Angebot in Rumänien übernehme. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und auch mal ein paar kurze Worte sagen. Es ist ein sehr emotionaler Abend für mich, wie ich mir schon denken konnte. Und ich bin auf jeden Fall, wie Herbert schon sagte, vor 7 Jahren aus der 2. Liga hierher gekommen. Ich denke, das ist, ja, es war nicht selbstverständlich, dass der THC mich hierher holt. Und ich bin wahnsinnig dankbar für die Chance, die ich bekommen habe. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich Teil von diesen Titeln sein durfte. Und ich kann nur sagen, hier sind so viele meiner Träume in Erfüllung gegangen, das hätte ich mir vor 10 Jahren niemals erträumen können. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür und ich möchte auch dieses Danke einfach hier für diesen Abend stehen lassen. Und der THC wird immer ein Teil in meinem Herzen sein. Ich glaube, wer so lange hier ist, da weiß Herbert Bescheid. Das ist, da ist man einfach loyal und auch treu. Und ja, es war ein großer Teil meines Lebens hier. Und ich bin, wie gesagt, wahnsinnig dankbar für alles, für alle Menschen, die ich hier kennengelernt habe, für die Rote Wand, für alle, die hier ehrenamtlich geholfen haben. Es war eine riesentolle Stimmung hier, die ich hier erleben durfte. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass ich das in meiner letzten Saison nicht nochmal erleben durfte. Ich wünsche euch alles, alles Gute und werde den Weg des THC immer weiter verfolgen. Mike ist auch so ein Beispiel, wie man sich nicht nur als Handballspielerin, sondern auch als Persönlichkeit weiterentwickeln kann. Da kam damals dieses etwas schüchterne junge Mädchen und heute ist es eine junge Persönlichkeit. Ja, nach außen hin, dass sie sicherlich auch eine ordentliche Krawallschachtel ist und nicht nur hier Kaffeekränzchen gemacht hat, das wollen wir mal heute außen vor lassen. Ich werde nachher nochmal mit Mutti sprechen. Maike, alles, alles Gute. Und da sehen wir dich dann mit dem Trikot wieder. Und das ist noch etwas, was ich anmerken muss. Es gibt nicht viele Spielerinnen, die es so lange unter diesem Trainer ausgehalten haben.
hier in den Trommeln. Maike! 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 So, jetzt lassen wir Sie noch ein bisschen mit Ihren Gefühlen und wir fühlen uns nochmal geehrt. Sie hat uns nochmal die Ehre gegeben, ist heute extra zu diesem Versagen. Mike kam heute nach dem Spiel zu mir und sagte, du hast Beate Schäfknecht verabschiedet. Ja, Mike, das habe ich. Ich habe sie in die Babypause verabschiedet, aber doch nicht vom THC. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Und da wünschen wir ihr natürlich alles, alles Gute. Beim THC weiß man ja inzwischen, wie das ist, Mutter zu werden. Mutti, komm mal vor. Iveta Koreshova, Lusumova. Ich habe damals, ich weiß es noch, auf dem Neumarkt am Rathaus drum gebeten, das Lied zu spielen. Ich kenne die, ich suche die Iveta und keiner weiß, wo sie ist. Damals wusste noch keiner, wer Iveta ist. Inzwischen weiß ganz, doch, Herbert wusste es. Inzwischen weiß ganz Europa, die ganze Bundesliga, wer diese Iveta ist, wer diese Iveta war und was sie vor allen Dingen für diesen THC geleistet hat. Und ich glaube, das kann keiner besser zusammenfassen als Herbert der Müller. Nein, auch der kann das nicht. Mir fehlen selten die Worte. Und das ist jetzt so ein Moment, Iveta. Und ich kann dich gar nicht anschauen, weil ich habe keine Lust, dass hier ein heulender Trainer rumsteht. Aber ich finde keine Worte, es gibt keine Superlative, um das auszudrücken, was du hier handballerisch beim THC geleistet hast. Es gibt jemand wie Muhammad Ali, der war the greatest. Und es gab einen Kaiser mit Franz Beckenbauer. Für uns hier beim THC, Iveta, bist du die Königin. Und du wirst diese Königin für immer und ewig bleiben. Wenn es nach mir geht, dann musst du sogar von dieser Wand wegkommen und da ganz oben ans Dach gehängt werden. Und eigentlich sollte die Nummer 18 nie mehr, solange es dieses THC gibt, vergeben werden. Weil du warst die Allergrößte, die diese Sportart hier in dieser Halle je erlebt hat. Das ist sicher. Keiner weiß das besser einzuschätzen als ich. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden gesehen, der so sehr ein Spiel leiten kann, ein Spiel lesen kann und selber noch so extrem torgefährlich ist, der so gut den Kreisläufer anspielen kann, der im Prinzip von links außen bis rechts außen über Kreis, außer Torhüter, jede Position auch spielen kann und fast auch jede Position hier gespielt hat und die auch in jedem Training so bescheiden, so lernwillig und so herausragend mit all deinen Qualitäten, natürlich im sportlichen Bereich als auch im menschlichen Bereich. Viele Spielerinnen, die kommen und so ein großer Star sind wie du, die können wir nicht halten. Das ist für uns ein Ding der Unmöglichkeit. Und du warst so lange Jahre da, dass ich mir das gar nicht mehr vorstellen kann, wie es ist ohne dich. Natürlich hätte ich ähnlich wie bei Maike gewollt, dass du hier spielst. Dieser Abschied tut mir richtig weh. Weil ich wollte, dass du all deine Künste, auch wenn es vor leeren Rängen in dieser wunderschönen Halle ist, dass du das uns allen nochmal zeigen kannst. Nie hat eine Spielerin so sehr die Bundesliga geprägt, wie du in den letzten, nicht dieses Jahr, aber die anderen beiden Jahren, als du auch mit großem Abstand, nicht nur Torschützenkönigin, sondern mit großem Abstand und hochverdienterweise Spielerin der Saison, Spielerin des Jahres und für mich wirklich die allerbeste, die ich je die Ehre hatte zu trainieren und ich habe schon sehr, sehr lange und viele Spielerinnen trainieren dürfen. Aber was du mir alles gegeben hast, was du alles mir an Freude vermitteln konntest durch deine Spielintelligenz, aber auch, es ist unfassbar, dass jemand, der so viele Tore geworfen hat, auch so viele Assists hat und so viel versucht hat, die anderen leben zu lassen, die anderen spielen zu lassen und für die anderen da zu sein. Es fällt mir sehr, sehr schwer und ich werde es nicht begreifen und ich werde es im Sommer schon sehen müssen, wenn du im Most gegen uns spielst. Das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann und wo ich wahrscheinlich, ja, Mandek habe ich immer mit Österreich gemacht, wenn wir gegen Tschechien gespielt haben. Das war immer die beste Methode zu gewinnen.
Aber du bist eine Spielerin, die will man in den eigenen Reihen haben. Und du bist jemand, der in meiner Karriere einmalig ist. Weil ich sag's nochmal, du bist die Königin des Handballs. Du bist nicht nur ein toller Mensch, ich bin mir sicher. Du bist eine ganz, ganz tolle Mutter, eine ganz tolle Partnerin. Und ich hatte die Ehre, handballisch jahrelang dein Partner zu sein. Und wir waren Partner. Ich habe mich nie gefühlt als Trainer und dann irgendwo die Spielerin, sondern ich habe mich immer sehr, sehr gern mit dir ausgetauscht, weil ich wusste, dass ich da ein Feedback kriege und dass wir gemeinsam dorthin kommen können, wo wir diese Mannschaft sehen wollten. Zur deutschen Meisterschaft, an der Spitze, die Champions League-Spiele, die vielen internationalen Spiele, all das. Und es ist mir ein großes Bedürfnis, mich vor dir ganz tief zu verneigen in aller Ehrfurcht und dir zu sagen, dass du für mich in meinem ganzen Leben etwas ganz, ganz Besonderes und die Allergrößte darstellen wirst. Dankeschön. So, wie gehe ich? Es fällt mir wieder so schwer. Also, Iveta, du warst hier mit mir am längsten. Wir haben uns unsere Zimmer beim Auswärtsspielen geteilt. Wir konnten tschechisch lästern über die anderen. Nein. Also du bist auch so eine Person, wo ich sage, wenn Handball aufhört, bleibt weiterhin Freundschaft entstehen. Es ist so schön, dass du die letzten 4 Tage jetzt bei mir warst, bei uns warst. Der Kleine ist so süß. Auf anderer Seite ist es so traurig, echt, dass du die Saison nicht geschafft hast, hier zu spielen. Ich weiß es als Mutter, das ist sehr schwer, wenn man irgendwo ist, Vater, Mutter und Kind ohne Großeltern, dass man das alleine schafft. Wir haben das geschafft, sie nicht, auch durch Corona. Also dann kann ich verstehen, dass es so ist, wie es so ist. Ich werde mich nur an die schöne Zeit mit dir erinnern. Und ich finde auch, so eine Spielerin muss man schätzen, weil sie hatte so viele Angebote von anderen Vereinen gehabt, wo sie, muss ich sagen, Kohle verdienen konnten oder Ende, aber sie ist da geblieben. Sie ist bei THC geblieben. Also sagt man auch, dass sie eine Spielerin mit Herzen da ist. Ich werde sie sehr vermissen. Alles andere sagen wir uns dann persönlich. Ich finde dich ganz toll. Du bist sehr gute Mutter. Du hast alles richtig in deinem Leben gemacht. Ich weiß, dass die Kinder alles sind, was im Leben wichtig sind. Und mach deinen Weg weiter. Wir sehen uns weiterhin in Most, nicht als Zimmerpartnerinnen, sogar als Gegner. Aber ich wünsche dir nur das Beste. Und hier hast du von uns ein Geschenk, wo du dich an die Zeiten am THC erinnern kannst. Aber wirklich Zeiten, schau dir das an. Jetzt? Später.
Ich sage auch etwas, vielleicht nur kurz, ich bin nicht in der Lage, jetzt so viel zu reden, aber ich möchte nur Danke sagen. Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich bei einem Verein so lange bleibe. Ich habe hier Freunde fürs Leben gefunden. Ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Ja, Erfurt ist wie meine zweite Heimat geworden und ich bin sehr dankbar, dass ich bei der THC spielen durfte. Und ich habe euch alle im Herzen und ja, wir sehen uns sicher noch. Ich komme ab und zu Besuch und es tut mir sehr leid, dass ich diese Saison nicht in diese geile Halle spielen durfte. Ja, ich möchte mich bei Fans bedanken, bei euch allen. Und ja, ich sage nur Danke und wir sehen uns sicher noch. Du musst jetzt mal eine alte, starke Schulter haben, an die du dich anlehnen kannst. Liebe Iveta, was meinst du, wie wir alle dich vermissen werden? Aber du bist immer wieder gern gesehen und das war für uns eine ganz, ganz große Freude, dich hier gehabt zu haben als Spielerin, aber auch als Mensch. Ich habe noch eine ganz, ganz große Bitte an unseren Vorstand. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir hier vor ganz, ganz voller Halle, vor 2000 Zuschauern, nochmal ein richtiges All-Star-Spiel organisieren, in dem wir nicht nur die Halle voll haben, sondern in dem wir ein gescheites, aber richtig gescheites Abschiedsspiel, speziell auch für Iveta und für Maike machen, wo wir dann all die verdienten Spielerinnen einladen und wo wir diese beiden Spielerinnen dann nochmal so sportlich verabschieden, wie wir es leider ihnen jetzt nicht bieten konnten. Das wäre mir eine sehr große Herzensangelegenheit. Ich bin mir sicher, wenn wir das so ausschreiben, werden wir eine pumpervolle Halle haben. Ich gleich schon mal. Iveta, wärst du bei einem solchen Spiel dabei? Du musst Zeit haben. Der Termin wird so gelegt, dass du kommen kannst. Also, jetzt würde ich noch eins vorschlagen, wenn nochmal alle Spielerinnen, die heute verabschiedet wurden. Nein? Entschuldigung. Nur noch ganz kurz. Wir wollten uns noch bei einer Person bedanken. Das ist der Holger Dietz. Er war immer bereit, egal wohin zu fahren, um Corona-Tests zu machen. Das ist auch nicht so leicht bei uns, immer die Termine so zu finden, wie du willst oder wir wollen. Also nur kleine Dankeschön von Mannschaft. So, genieß es in deinem Garten, bei sonnigen Tagen jetzt oder auch nicht. Vielen Dank nochmal, ja, und bleibt uns treu, ja? So, jetzt würde ich aber sagen, dass alle Spielerinnen, die verabschiedet wurden, ich nochmal kurz hier mit dem Trainer, mit dem Geschäftsführer, mit den beiden entscheidenden Herren hier platzieren und dass wir noch ein schönes Bildchen machen, damit wir in Erinnerung haben, wen haben wir denn heute alles verabschiedet. Zunächst Maria Davidson, Maike Schmelzer, Nina Neithardt, Iveta Luzumova, Koreshova natürlich, ja, ich wollte es nochmal herausfordern, Clara Schlegel, Jolina, Ina, Jolina. So, alle dabei? Stellt euch mal so auf, dass ihr auch aufs Bild passt. Ja, Helmut und Robert auch noch mit dazu. Mittenmang,
Ich glaube, wir müssen noch ein Stückchen zusammenrücken. So, und jetzt nochmal, auch wenn es schwer fällt, lächeln. Gott sei Dank ist das beim THC zu Ende ist. Nein, natürlich nicht. So, jetzt noch ein trauriges Bild. Ja, wir müssen nochmal diesen Abschiedsschmerz einfangen. Gut, okay, das war traurig genug. So, ganz herzliches Dankeschön. Euch allen auch nochmal ein herzliches Dankeschön und ja, wir haben auch diesen schwierigen Teil, denke ich, einigermaßen über die Bühne gebracht.